Heute wollen wir uns einem ernsten Thema zuwenden. Wo sind die Schmetterlinge geblieben? Das ist eine Frage, die uns als naturkundlichem Verein häufig gestellt wird. Mitglieder unseres Vereins haben in den letzten 160 Jahren kontinuierlich die Tag- und Nachtfalter im Raum Wuppertal dokumentiert. Wir haben diese Daten aus der historischen Literatur mit unseren aktuellen Beobachtungen zusammengeführt und ausgewertet. Welche Arten kamen früher häufig vor, welche sind verschwunden, welche sind geblieben und welche ganz neu aufgetaucht? Und welche Biotopansprüche haben diese Arten und was kann man daraus lernen? Das seht ihr in dem folgenden Vortrag. In diesem Vortrag möchten wir euch unsere im April 2021 veröffentlichten Ergebnisse über die Entwicklung der Tag- und Nachtfalterfauna im Raum Wuppertal in den vergangenen 160 Jahren vorstellen. Eine ausführliche Darstellung zusammen mit einer umfassenden Artenliste findet ihr im Journal of Insect Conservation. Zunächst möchten wir das Untersuchungsgebiet kurz vorstellen. Anschließend folgen einige allgemeine Worte zu den Lebensraumansprüchen von Tag- und Nachtfaltern. Dies ist für das Verständnis der Ursachen für den Artenverlust wichtig. In der Bestandsaufnahme sehen wir uns die Entwicklung der Schmetterlingsfauna in den letzten 160 Jahren genauer an. Abschließend gehen wir auf die wesentlichen Faktoren ein, die zu dem deutlichen Verlust an Artenvielfalt geführt haben. Das Untersuchungsgebiet umfasst die Städte Erkrath und Hilden im Westen sowie Wuppertal, Solingen, Remscheid und Hahn im Bergischen Land. Wir bewegen uns dabei von der durch den Rhein aus Sedimenten geformten Heideterrasse auf ca. 50 Meter bis in eine Höhe von knapp 400 Meter im Osten von Remscheid. Das Bergland ist durch ein eher saures Grundgestein, meist Grauwacke, Sandstein und Schiefer geprägt. In diesem Bereich gibt es einige tief in die Landschaft eingeschnittene Bachtäler. Das nach Osten ansteigende Gelände sorgt bei überwiegend westlicher Wetterlage für ausgeprägten Steigungsregen, sodass das Bergland reich an Niederschlag ist. Das gesamte Gelände ist stark besiedelt. Ca. 50% der Fläche ist heute mit Siedlungen und Verkehrsflächen bedeckt. Der Rest verteilt sich zu gleichen Teilen auf überwiegend intensive Land- und Forstwirtschaft. Aus diesem Untersuchungsgebiet liegen uns Daten zum Vorkommen und zur Häufigkeit der Tag- und Nachtfalter ab dem Jahr 1863 vor. Hier machte Gustav Weimar, ein Mitbegründer unseres Vereins, den Anfang. Die umfassenden Arbeiten der Herren Helmut Kinkler, Willibald Schmitz, Friedhelm Nippel und Günther Swoboda decken einen Zeitraum von ca. 1920 bis 1992 ab. Zahlreiche Sammlungen privater Schmetterlingskundler wurden aufgekauft, ausgewertet und zur sogenannten Bergisch-Land-Sammlung zusammengeführt. Die Sammlung befindet sich nach dem endgültigen Ende des Fulrott-Museums Wuppertal heute im Löbbecke-Museum in Düsseldorf. Eine weitere Erkenntnisquelle war das Werk von Karl Stamm aus dem Jahr 1981. Ab dem Jahr 1990 wurde das Gebiet weiter durch Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins bearbeitet. Die Daten sind publiziert und werden fortlaufend in der Datenbank Schmetterlinge NRW erfasst. Seit dem Jahr 2009 wurde die Beobachtungstätigkeit durch weitere ehrenamtliche Beobachter erheblich erhöht. Es werden nun ca. 30 Nachtbeobachtungen im Jahr durchgeführt. Hinzu kommen einige Dauerbeobachtungsstellen in Gärten und auf Balkonen. Die Auswertung historischer Daten ist alles andere als einfach. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die einer absolut exakten wissenschaftlichen Auswertung entgegenstehen. Die Schmetterlingskundler arbeiteten früher in aller Regel mit textlichen Angaben zur Häufigkeit. Doch was genau bedeutet es, wenn eine Art häufig ist? Wie vielen beobachteten Tieren pro Jahr entspricht das? Hier spielt auch das subjektive Empfinden des Beobachters eine Rolle. Ziemlich sicher ist aber, dass Tiere, die früher als häufig bezeichnet wurden und heute nur noch in einzelnen Exemplaren pro Jahr gesehen werden, in ihrem Bestand abgenommen haben. Wir haben daher versucht, die textlichen Angaben mit Hilfe einer Übersetzungstabelle in numerische Daten umzuwandeln. Des Weiteren darf man nicht vergessen, dass die Beobachtungstechnik heute deutlich besser ist als früher. Gerade die Beobachtung von Nachtfaltern an Lichtquellen ist durch moderne UV-LEDs oder Schwarzlichtröhren viel effizienter geworden als mit den vor 100 Jahren üblichen Gaslaternen.
Auf der anderen Seite haben die Schmetterlingskundler damals viel häufiger im Gelände nach Raupen gesucht. Eine Beobachtungstechnik, die mühsam ist und daher heute leider ins Hintertreffen geraten ist. Die Beobachtung mit Hilfe von Pheromonen ist erst seit wenigen Jahrzehnten möglich. Insbesondere bei den sehr verborgen lebenden Glasflüglern hat das zu einem deutlichen Anstieg der Nachweise geführt. Würde man hier einfach die Daten unreflektiert betrachten, hätte man den Eindruck, dass diese Tiere in den letzten Jahren rasant zugenommen hätten. Aber es handelt sich tatsächlich um ein Artefakt, das durch neue Beobachtungstechnik entstanden ist. Wir haben daher einige Arten, bei denen wir glauben, dass die Daten unsicher sind oder durch veränderte Beobachtungstechnik beeinflusst sind, von der Auswertung ausgeschlossen. Zudem gibt es eine Anzahl Arten, die in den letzten 160 Jahren neu beschrieben wurden. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass es sich bei den sehr häufigen Pyramideneulen tatsächlich um zwei verschiedene Arten handelt. Sie mussten von der Analyse ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Punkt beim Umgang mit numerischen Beobachtungsdaten ist, dass diese nicht nur von der tatsächlich vorhandenen Anzahl der Tiere im Gelände abhängen, sondern auch von der Anzahl der Beobachtungstage und der Beobachter. Je öfter man an einen Platz schaut, desto mehr Nachweise einer Art wird man haben. Wenn da noch mehrere Beobachter unterwegs sind, wird die Zahl der Beobachtungen weiter steigen. Diesem Problem sind wir durch Normierung der Datensätze begegnet. Hierzu wurden 30 eher anspruchslose Arten, die in den letzten gut 100 Jahren weder besonders häufig noch besonders selten waren, ausgewählt. Wir bezeichnen sie als Referenzarten. Habe ich in einem Zeitraum zum Beispiel 100 Tiere dieser 30 Arten gezählt und in einem zweiten Zeitraum 200 Tiere, kann ich ziemlich sicher sein, dass sich die Beobachtungsintensität verdoppelt hat und nicht die Zahl der vorhandenen Tiere. Die zu vergleichenden Datensätze werden dann so normiert, dass beide die gleiche Zahl dieser Referenzarten enthalten. Für die Interpretation der Daten ist es besonders wichtig, die Ansprüche der einzelnen Tag- und Nachtfalterarten an ihren Lebensraum zu kennen. Hier gibt es verschiedene Einflüsse. Zunächst einmal muss die erforderliche Futterpflanze der Raupen vorhanden sein. Dies ist besonders wichtig, wenn die jeweilige Art als Raupe nur an einer ganz bestimmten Pflanzenart frisst, die wiederum nur in einem ganz bestimmten Lebensraum vorkommt. Zudem spielt es eine Rolle, ob die Pflanze eine hohe oder eine geringe Versorgung mit Nährstoffen hat. Manche Schmetterlingsarten bevorzugen Pflanzen, die auf mageren, wenig gedüngten Standorten wachsen. Des Weiteren kann der exakte Standort der Pflanze wichtig sein. Steht sie in der Sonne oder im Schatten? Wie feucht ist es an dem Standort? Man bezeichnet dies als Mikroklima. Genau wie Raupen haben auch die Schmetterlinge ebenfalls spezielle Nahrungsquellen. Viele Arten haben ihre Lieblingsblumen, an denen sie besonders gerne saugen. Aber auch vergorene Früchte und austretende Baumsäfte können eine wichtige Rolle spielen. Zudem ist die Struktur des Lebensraums und das Mikroklima wichtig. Die Schmetterlinge müssen zum Beispiel Orte vorfinden, an denen sie sich verstecken oder vor der Witterung schützen können. Nicht zu vergessen ist das Ruhestadium der Schmetterlinge. Hier gibt es alle Varianten, Überwinterung als Ei, Raupe, Puppe oder als Schmetterling. Für dieses Ruhestadium müssen entsprechende Orte vorhanden sein, Spalten und Löcher in Holz oder Mauern. Höhlen oder aber auch unbeheizte Gebäude können als Überwinterungsplatz dienen. Der Ablageplatz von überwinternden Eiern wird durch die Weibchen meist sehr sorgfältig ausgewählt, da das Ei dort den ganzen Winter überstehen muss. Für alle Überwinterungsstadien spielt das örtliche Mikroklima eine wichtige Rolle. Insbesondere darf es nicht zu trocken und nicht zu nass sein. Wir stellen also fest, dass für das Überleben einer Schmetterlingsart viele Faktoren zusammenkommen müssen. Hier das Beispiel des Pflaumenzipfelfalters. Die Eier werden im Sommer an südexponierten Schlehenzweigen platziert und sind dort farblich perfekt angepasst und getarnt. Die jungen Raupen schlüpfen im zeitigen Frühjahr und fressen zunächst Schlehenblüten, später auch Blätter. Die Raupen verpuppen sich an Schlehenzweigen. Die Puppen sehen aus wie Vogelkot und fallen daher kaum auf. Schlüpft der Falter dann im Juni, hat gerade die Blüte von Liguster, der gerne zusammen mit Schlehen vorkommt, begonnen. Liguster-Blütennektar ist die bevorzugte Nahrungsquelle der Falter, die sich dort finden, paaren und erneut Eier ablegen. Die Ansprüche an den Lebensraum sind bei verschiedenen Tag- und Nachtfalterarten sehr unterschiedlich. Hier gibt es das Konzept der Spezialisten und der Generalisten. Spezialisten fressen oft nur
eine ganz bestimmte Pflanze, bewohnen einen besonderen Lebensraum und sind dort gegenüber Generalisten im Vorteil, weil sie perfekt angepasst sind. Dies ist aber nur der Fall, wenn der Lebensraum über sehr lange Zeit stabil bleibt. Viele Spezialisten sind K-Strategen. Das heißt, sie überfordern die Kapazität ihres Lebensraums nicht durch plötzliche Massenvermehrung. Daraus ergibt sich automatisch, dass Spezialisten wenig anpassungsfähig sind und bei Veränderung des Lebensraums ein hohes Risiko haben, auszusterben. Generalisten hingegen sind sehr flexibel und anpassungsfähig. Optimale Lebensbedingungen können sie rasch in Vermehrungserfolg umsetzen. Sie sind also eher R-Strategen und neigen zu massenhafter Reproduktion, sodass sie sogar schädlich werden können. Oft vermehren sich aber auch Krankheiten und Parasiten in ähnlicher Weise, sodass manche Generalisten zu einem Wechsel aus Massenvermehrung und Populationszusammenbrüchen neigen. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass zwischen den Extremen zahlreiche Abstufungen existieren und viele Arten Komponenten von Spezialisten und Generalisten aufweisen. Durch Auswertung der historischen und aktuellen Daten aus dem Raum Wuppertal haben wir zunächst herausgearbeitet, welche der 537 bewerteten Arten konstant häufig, grün, und welche konstant selten, gelb sind. Hier können wir davon ausgehen, dass die Populationen dieser Arten halbwegs stabil sind. Wir konnten aber auch zahlreiche Arten finden, die in der Häufigkeit abgenommen haben, orange, oder häufiger geworden sind, blau. Man erkennt deutlich, dass in etwa ein Drittel der Arten gleichbleibend häufig sind. Das heißt, der Bestand in geeigneten Lebensräumen im Untersuchungsgebiet hat sich nicht wesentlich geändert. Ein weiteres Viertel ist gleichbleibend selten. Das heißt, die Tiere wurden und werden immer wieder im Gebiet beobachtet, aber immer nur einzeln. Dies kann durch verborgene Lebensweise, eine ungeeignete Beobachtungstechnik oder durch tatsächliche Seltenheit bedingt sein. Bei gut 40% der Arten sieht man einen deutlichen Trend in der Häufigkeit. Einige Arten haben zu, andere abgenommen. Bei den zunehmenden Arten findet man 13, die neu in unser Untersuchungsgebiet eingewandert sind. Von den abnehmenden Arten ist mehr als die Hälfte bereits verschollen, also seit mehr als 10 Jahren nicht beobachtet worden. Der Artenschwund ist also erheblich. Diese Veränderung schauen wir uns genauer an. 267 Arten konnten nicht bewertet werden. Es handelt sich um Einzelfunde oder um Arten, die aus den bereits erwähnten Gründen nicht bewertet werden konnten. Wenden wir uns nun den verschollenen und den zugewanderten Schmetterlingsarten zu. Für alle diese Arten konnten wir recherchieren, wann sie zuletzt bzw. zuerst in unserem Untersuchungsgebiet beschrieben wurden. Schauen wir uns zunächst die verschollenen Arten an. Hier erkennt man, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige wenige Arten bereits verschwunden waren. So richtig Fahrt aufgenommen hat der Artenverlust aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In den vergangenen ca. 30 Jahren verlieren wir mehr als eine Art pro Jahr. Auf der anderen Seite sehen wir seit den 1970er Jahren, dass Arten neu in unser Gebiet einwandern. Diese haben ihren Verbreitungsschwerpunkt bisher weit westlich oder südlich des Untersuchungsgebiets gehabt. Wir vermuten einen Einfluss des globalen Klimawandels, sodass diese Arten hier Fuß fassen konnten. Um die Ergebnisse interpretieren zu können, ist es sehr wichtig, die Lebensraumansprüche der Schmetterlingsarten in den einzelnen Trendkategorien zu kennen. Hier kommt das vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebene Buch Praxishandbuch Schmetterlingsschutz zum Tragen. Wenig überraschend ist, dass sich die meisten Generalisten in der Trendkategorie konstant häufig befinden. Dagegen sind Spezialisten hauptsächlich bei den konstant seltenen und vor allen Dingen bei den abnehmenden Arten zu finden. Greifen wir nun die Lebensraumspezialisten heraus. Wo genau leben diese und wie verteilen sich die Trendkategorien auf diese Lebensraumtypen? Schauen wir uns zunächst offene Landschaften an. Heiden, Dünen, Moore, Wiesen, Weiden und Felsen. Hier befinden sich mehr als die Hälfte der für diese Lebensräume typischen Arten in der Kategorie abnehmend. In halboffenen Landschaften wie Niederwald und Gebüsch ist die Situation noch problematischer. Hier sind 2/3 der Arten in der Kategorie abnehmend. Weniger vom Artenschwund betroffen sind solche Arten, die im Wald oder in Waldnähe leben. Genauso sieht es bei Arten aus,
die in stark durch den Menschen beeinflussten Landschaften vorkommen. Die eigentliche Auswertung in unserer Veröffentlichung ist noch detaillierter als hier gezeigt und bis auf die einzelnen Lebensraumtypen heruntergebrochen. Die Gründe für den Artenverlust sind mehr als offensichtlich. Hier seht ihr ein Gemälde von Wuppertal-Elberfeld aus dem Jahr 1836. Das Bergische Land war vor gut 100 Jahren eine weitgehend waldfreie Heidelandschaft mit Niederwaldwirtschaft. Darauf spezialisierte Schmetterlingsarten sind heute weitgehend verschwunden. Landwirtschaft fand auf kleinen Parzellen statt, die durch Hecken voneinander getrennt waren. Rinder und andere Nutztiere befanden sich in erster Linie auf Weiden und waren noch nicht überwiegend im Stall untergebracht. Die beiden Orientierungspunkte befinden sich über der Laurentiuskirche A und der Windmühle auf der Hart, einem an der Wupper gelegenen Berg aus Kalkstein. Auf dem Fundament der Windmühle befindet sich heute der Elisenturm. Heute dominieren Bebauung und hochstämmiger Nutzwald bzw. Parkanlagen. Die offenen Lebensräume existieren nicht mehr. Biotope wie dieses Heidegebiet im Quellgebiet des Schellenbecker Bachs auf dem Luftbild von 1928 wurden vernichtet. Die fortschreitende Besiedlung wird in diesem Luftbild von 2007 deutlich. In der Mitte ist die Autobahn A46 zu erkennen. Viele Offenlandbewohner sind daher heute vollkommen verschwunden. Hier einige Beispiele. Die meisten der hier gezeigten Tagfalter haben sich schon in den 1960er Jahren zurückgezogen. Auch Arten, die früher in Obstgärten schädlich auftraten, wie der Stachelbeerspanner, sind vor mehr als 20 Jahren aus dem Gebiet verschwunden. Genauso erging es Bewohnern von Hecken und Gebüsch, wie zum Beispiel dem großen Gabelschwanz. Arten, die einen Bezug zu Wald und Waldrand haben oder auch Industriebrachen bewohnen, sind erhalten geblieben, zumindest in den Gebieten, die nicht zu stark bebaut sind. Auch bei Arten, die häufiger geworden sind, spielt die zunehmende Bewaldung eine Rolle. So kam der auf feuchten Waldwiesen lebende Mädesüßperlmuttfalter vor 160 Jahren in Wuppertal nicht vor. Das Landkärtchen tauchte ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns auf. Der an Waldrand gebundene C-Falter gehört heute zu den häufigen Tagfaltern. Zudem gibt es einige klimatische Effekte. Wärmeliebende Arten wie der Karstweißling, die Mondfleckherbsteule und die schmalflügelige Erdeule haben sich aus dem Süden und Westen Europas auf den Weg zu uns gemacht. Aus unseren Daten wird klar ersichtlich, dass der Verlust der Artenvielfalt bei Schmetterlingen in erster Linie mit der drastischen Veränderung der Landschaft zu tun hat. Von monotonen Agrarlandschaften kann man keine Artenvielfalt erwarten. Durch die Flurbereinigung in den 1960er Jahren wurden viele Hecken und kleinflächige Lebensräume vernichtet. Mineraldünger und Gülle sorgen für ein sehr hohes Nährstoffangebot, sodass Gräser sehr schnell wachsen und Blütenpflanzen verdrängen. Ebenso sieht es in Wirtschaftswäldern aus. Die Fichtenmonokulturen bieten nur auf Fichtenwald spezialisierten Schmetterlingen einen Lebensraum. Andere Arten sind verschwunden. Abschließend ist festzustellen, dass immer mehr naturnahe Flächen und auch Ersatzbiotope wie Industriebrachen durch Siedlungen und Infrastruktur versiegelt werden und den Schmetterlingen keinen Lebensraum mehr bieten. Ebenso verschwinden die Nutzgärten mit Obstbäumen, Beerensträuchern, Kräutern und heimischen Blütenpflanzen und werden durch reine Ziergärten oder schlimmer noch Gärten aus Steinen ersetzt. Ihr seht, mit den Tag- und Nachtfaltern im Raum Wuppertal steht es nicht zum Besten. Und daran sind wir selbst schuld. Da der Artenverlust ein schleichender Prozess ist, halten viele Menschen die heutige Artenarmut für normal. Die Probleme sind lange bekannt, aber der politische Wille, sie anzugehen, fehlt. Im nächsten Beitrag mit dem Titel Die Ökowiese in Hahn seht ihr, was man tun kann. Bis dahin!